Wow. I've got the goods. Wow, sehr süß. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Wow, das ist geil. Wow. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir werden heute viele verschiedene Influencer-Produkte testen. Das Video wollte ich schon so lange drehen und heute ist es endlich soweit. Ich teste verschiedene Produkte für euch. Wenn ihr dieses Format mögt und mehr davon haben wollt, dann lasst doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und ein Abo nicht vergessen, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich habe wie gesagt ein paar Produkte rausgesucht. Es war wirklich gar nicht so einfach, welche zu finden, weil immer dann, wenn man Sachen sucht, findet man sie nicht. Wenn man sie nicht sucht, findet man sie oder sie fallen einem quasi in den Arm. Ich habe jetzt Gott sei Dank doch ein paar Sachen gefunden und heute Abend kommt dann das Highlight. Da könnt ihr schon gespannt drauf sein. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Aber vorher wollte ich euch noch auf die neue ESN-Aktion hinweisen, denn es gibt ab jetzt minus 25% auf Bestseller. Ich blende euch mal irgendwo ein, was alles unter Bestseller zählt. Das ist wirklich so eine krasse Aktion, weil sonst gibt es meistens wirklich nur 20% auf alles, aber 25% gibt es gefühlt nie. Deswegen würde ich an eurer Stelle da auf jeden Fall mit Code LB zuschlagen. Und es gibt nicht nur 25% auf Bestseller, es gibt auch noch 20% auf Gymwear. Und da kommen auch neue Teile raus, die kann ich euch auch mal irgendwo einblenden. Ich finde, die sehen richtig geil aus. Ich habe sie selbst noch nicht getestet, werde ich in Zukunft noch tun. Schickt mir sehr gerne eure Bestellungen auf Instagram. Genau, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt mir immer sehr gerne und jetzt geht's los mit dem Video. Ich dachte, ich komme drum rum, ein Produkt von ihr zu testen, aber ich habe tatsächlich sonst nicht genügend Produkte gefunden aktuell und zwar teste ich jetzt den Cake Bar von Pamela Reif. Zutatenliste, ja, ein bisschen mäßig aus. Bin mal gespannt, er ist ein bisschen geschmolzen. Upsi, ist aber meine Schuld. So sieht er aus. Er sieht schon mal mega, mega cool aus, finde ich. Sieht echt aus wie so ein, ja, Haselnussriegel halt. Boah, ich mag es ja gar nicht, wenn die so warm und matschig sind. Aber ich muss es jetzt testen, sonst schaffe ich das Video nicht mehr. Was mir beim ersten Bissen gleich aufgefallen ist, ich habe einen Krübel im Hals stecken. Was mir beim ersten Bissen gleich aufgefallen ist, ist, dass die Schokolade irgendwie so quietschig ist. Oder so knatschig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist der echt lecker. Ja, so eine Dattelschicht, dann diese Schokoladenschicht und so eine Kekskuchenschicht. Also man muss Datteln mögen. Man schmeckt schon raus, dass es mit Datteln gemacht ist. Die sowas mögen. Ich mag auch Dattelriegel ganz gerne ab und zu, aber nicht so Top 1 bei mir. Für die, ihr könnt ihn ruhig mal testen. Vielleicht habt ihr ihn auch schon getestet, wahrscheinlich, weil er nicht mehr so neu ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Sachen generell von Pamela findet. Ja, ich finde die Sachen an sich sehr lecker. Ich würde es mir aber, glaube ich, privat jetzt nicht so kaufen. Naja, um das Ganze runterzuspielen, habe ich auch einen richtig coolen Drink entdeckt, wo ich erstmal googeln musste, ob das überhaupt von einem Influencer ist. Weil ich den nicht kenne, weil das ein amerikanischer Influencer ist. Ich habe es extra gegoogelt, ich blende es euch mal ein. Das ist der Prime Drink, ein Hydration Drink. Da gab es drei verschiedene Sorten. Ich habe mich jetzt für Tropical Punch entschieden, weil das klang noch so nach dem Motto, ich kenne das irgendwie. Weil die anderen Sorten waren so irgendwie Ice Pop, Blue Raspberry und das ist auch nicht immer so meins. Deswegen habe ich mich jetzt für Tropical Punch entschieden und bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ist auf jeden Fall ein Zero-Getränk, also hat auf 100 Milliliter 5 Kalorien. Kein Zucker, ist quasi einfach so ein Hydration-Wasser-Drink und sieht halt einfach cool aus. Ich weiß nicht, was der Influencer so macht, als Influencer-Dasein. Ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich bin gespannt, ich weiß nicht mal, ob das... Ich weiß nicht mal, ob es mit Kohlensäure ist oder nicht. Werden wir jetzt gleich merken. Ja, er riecht ja Tropical. Boah, ist er süß. Hilfe. Also ihr wisst, ich liebe süß, aber ich war jetzt gerade bei so einem Hydration-Getränk nicht drauf vorbereitet, dass es so süß ist. Aber lecker. Der süße Kick hat am Anfang erstmal richtig reingekickt, aber Magnesium, Vitamine, Kalium, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B12, Kalium, Magnesium. Ja, kann man machen, aber ich würde es mir für 2,25 € oder so nicht mal kaufen. Es schmeckt halt wie Wasser mit Sirup. Überzeugt mich jetzt nicht, ist für mich so... Achso, ich habe vergessen, den zu bewerten, den Pamela Reif-Riegel. Der Pamela Reif-Riegel kriegt von mir so eine 7 von 10. Er ist also lecker, aber ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Und das Getränk kriegt von mir eine 8 von 10. Finde ich schon richtig, richtig lecker, aber einfach zu teuer. Sagt mein Sparherz nein. Und dann sehen wir uns gleich bei den nächsten Produkten wieder. Okay, Leute, wir haben uns wieder hier versammelt für die nächsten Produkte. Ich habe wieder zwei wundervolle Sachen gesucht. Und die eine Sache, ich sag's euch, ich habe jeden Supermarkt abgesucht, jeden Rewe. Und so lange gesucht nach diesen Chips. Und zwar die Robs Chips in Ketchup-Geschmack.
Genau, ich dachte nämlich eigentlich, ich kriege nur die in Paprika oder Salz höchstens. Aber dass ich jetzt noch Ketchup-Geschmack-Chips finde, ich als Ketchup-Lover, einfach der absolute Hammer. Also Rob's Chips, wie der Name schon sagt, sind von dem YouTuber Crispy Rob. Ich blende euch das Profil mal ein, falls ihr es nicht kennt. Ich gucke ab und zu seine Videos. Also manche finde ich echt cool. Manche sind halt nicht so die Schiene, die ich mir gerne angucke, weil ich auch eher so auf dieser Food-YouTuber-Schiene bin, die ich selbst angucke. Aber manche Videos sind echt cool. Generell sind die gut gemacht. Deswegen ein kleiner Shoutout an Crispy Rob. Ja, ich freue mich sehr drauf. Beziehungsweise ich habe mich schon sehr drauf gefreut, weil wie ihr seht, ist die Tüte schon offen. Ich habe nämlich gerade die ganze Szene schon gedreht. Und meine Kamera hat einfach nicht aufgenommen. Ich hasse mein Leben manchmal wirklich. Aber ich mache jetzt nochmal für euch den Crunch-Test. Also, nochmal zusammengefasst. Die Chips sind alle sehr, sehr groß, wie ihr seht. So richtig, richtig geil. Haben auch dieses geile Gewürz drauf. Ja, das finde ich schon mal mega. Und jetzt höre ich mal den Crunch an. Mmh. Boah, einfach nur geil. Ich bin wirklich verliebt in diese Chips, sage ich euch. Oh, da ist ein Loch drin. Die schmecken so geil nach Ketchup. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber ich habe ungelogen noch nie so geile Ketchup-Chips gegessen wie die hier. Die haben so die perfekte Würze, die perfekte Größe, den perfekten Crunch. Ich könnte mich da reinlegen, wirklich. Das sind die ersten Chips seit langem, wo ich sage, okay, ich könnte theoretisch die ganze Tüte auf einmal essen, weil die so geil sind. Ich habe halt gerade schon gefühlt die halbe Tüte gegessen, bis ich gemerkt habe, es hat nicht aufgenommen. Also einfach so geil. Hier hinten steht auch noch ein Rezept für einen Dip drauf, finde ich auch ganz cool. Aber ich brauche zu Chips keinen Dip, wenn die so geil schmecken, vor allem nicht. Also die kriegen wirklich eine 10 von 10 von mir. Absolut geile Chips. Ich glaube, ich habe wirklich lange nicht mehr so geile Chips gegessen. Ich brauche auf jeden Fall Vorrat von diesen Chips, sage ich euch, wie es ist. Ich weiß jetzt Gott sei Dank, in welchem Rewe in Köln es die gibt. Ich muss nochmal in meinem Rewe gucken, ob es die da vielleicht auch gibt. Aber ja, ich werde erstmal keine anderen Chips mehr essen, außer die hier. Also 10 von 10 an alle, die Ketchup lieben, an alle, die Chips lieben. Die müsst ihr euch kaufen. Unbedingt, dafür kam ich gerade vorbei. Wenn ihr die schon kennt, schreibt mir sehr gerne wie immer in die Kommentare, wie ihr die findet, ob ihr die schon probiert habt und ob ihr auch andere Sorten kennt. Und ja, jetzt zum Neutralisieren vom Geschmack haben wir noch was richtig Cooles. Ich weiß noch nicht, ob ich es cool finde, aber es geht um den TikToker, YouTuber, ich weiß es nicht, was er ist. Hey Moritz. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich kannte ihn nicht. Ich habe mal einen TikTok oder so letztens angezeigt bekommen von ihm. Aber ich habe diese Kaugummis bei Edeka an der Kasse gesehen. Das war auch das Einzige, was ich bei Edeka an Influencer-Produkten gefunden habe. Und das sind Hey-Kaugummis. Das sind Melonen-Kaugummis, die übertrieben lecker sind. Anders melonig und extra Crunch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Kaugummis einen Crunch brauche. Aber wir werden sehen. Eine Sache schon mal vorweg. Ich werde die Kaugummis testen auf Länge des Geschmacks. Also normalerweise sind bei solchen Kaugummis ist der Geschmack oft nach einer Minute oder so weg. Dann schmecken die ja nichts mehr. Und deswegen werde ich jetzt gleich auf die Uhr gucken, wie lange diese Kaugummis ihren Geschmack behalten. Und vielleicht sehe ich da ja einen Vorteil zu anderen Kaugummis. So sehen die übrigens aus. Also relativ unspektakulär, einfach rot und klein und viereckig. Crunch weiß ich jetzt nicht, was ich da erwarten soll. Aber wir sollen jetzt try, ne? Mhm. Ist dieser typische künstliche Melonengeschmack. Aber ich muss sagen, den kann man echt gut essen. Also es ist ein leckerer künstlicher Melonengeschmack. 15:01 Uhr. Ich kaue jetzt ein bisschen und dann werde ich mich in ein paar Minuten oder wenn es schlecht läuft, auch in einer Minute wieder, werde euch berichten, wie lange das Kaugummi geschmeckt hat. 12 Sekunden später. So, Freunde, wir haben es jetzt genau 5 Minuten später und das Kaugummi schmeckt nach nichts mehr. Ja, 5 Minuten ist jetzt nicht so die Welt, ne? Sag ich euch, wie es ist, wenn ich ein Kaugummi kaue, möchte ich da schon ein bisschen was von haben. Ein bisschen länger als 5 Minuten, weil die 5 Minuten, das ist nicht mal meine Bahnfahrt in die Innenstadt zum Kaffee trinken. Und die sollte es schon aushalten. Und so normale Minzkaugummis, die ich sonst mal habe, die halten mindestens eine halbe Stunde, wenn die gut kauen. Aber so bei Geschmäckern, schwierig. Würde ich mir die nochmal kaufen. Vor allem für den Preis. Die sind super teuer. Ich blende euch den Preis mal ein. Nee, kriegt kein Go von mir. Das ist so eine 5 von 10. Sag ich euch ganz ehrlich. Also schmecken halt Melonenkaugummis, sind lecker. Aber wie gesagt, Geschmack sofort weg. Fahre ich jetzt nicht so. Aber wir sehen uns gleich beim Finale wieder. I've got the goods. Oh mein Gott, ich finde die Verpackung so toll. Oh mein Gott, ich habe so Hunger. Wir probieren das jetzt. So, Freunde, mein Essen ist jetzt angekommen. Es ist tatsächlich schon recht kalt. Ich muss dazu sagen, dass der Standort aber auch ein bisschen weit entfernt ist. Und Uber Eats liefert halt
sehr weit auch durch Köln. Deswegen kann ich das verzeihen. Ich mache die einfach nochmal warm, ist ja kein Problem. Ihr seht, die sieht absolut lecker aus. Und sie haben einen extra Wunsch, dass ich ohne Jalapenos haben will. Auf jeden Fall gemerkt. Beziehungsweise, ja, haben sie gut umgesetzt. Das Einzige, was ich finde, ist, dass sehr wenig Belag drauf ist. Im Vergleich zu dem, was ich jetzt erwartet habe. Und schwenken wir mal rüber zu den Pizzaschnecken. Die sind halt teilweise echt ein bisschen verbrannt. Aber sonst sehen die auch ganz solide aus eigentlich. Ich bin einfach mal gespannt auf den Geschmack. Es ist ja das Besondere an der Pizza ist, also erstmal, ich glaube, das ist von Trimax, das ganze Unternehmen, Dingsbums. Und ich habe hier noch einen Garlic Dip. Das ist wahrscheinlich einfach Aioli. Ja, auf jeden Fall ist das ganze Pinsateig, kein Pizzateig. Deswegen bin ich mal gespannt. Und ich blende euch mal ein Video ein, wie die Pizzaschnecken gemacht werden, die hier. Die werden quasi auch einfach aus so einem halben Pizzateig gemacht, Pinsateig. Und dann eingerollt und in Stücke geschnitten. Deswegen haben wir hier zum Beispiel auch so ein Endstück dabei, wo halt kaum Füllung drin ist. Aber wenn der Teig lecker ist, habe ich damit kein Problem. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt auch gleich mal hier. Ich mag ja verbrannte Stellen, aber es mag halt nicht jeder, ne? Mmh. Der Teig ist aber echt lecker, muss ich sagen. Der ist so richtig, richtig rauchig vom Ofen. Mmh. Boah. Und in den Pizzaschnecken ist einfach so eine Knoblauchcreme. Boah, geil. Mmh. Kommen wir aber erstmal zum Hauptakt hier, und zwar der Pizza. Ich probiere jetzt mal hier ein Stück mit Salami. Da habe ich gerade mehr Bock drauf. Quasi so ein bisschen vorgeschnitten, aber irgendwie auch nicht. Hier sehen wir nochmal ganz gut, dass es ein richtig, richtig dünner Teig ist. Hier auch so ein sehr knuspriger Rand, teilweise sehr dünner Rand. Ich habe jetzt natürlich das Stück mit dem dünnsten Rand erwischt, sonst an anderen Stellen ist der Teig auch ein bisschen dicker. Es ist gut Käse drauf, wie man sieht. Ich weiß nicht, von der Seite sieht man es, glaube ich, besser. Es ist gut Käse drauf. Die Salami sieht auch sehr lecker aus, nicht zu fettig. Bin gespannt auf den Geschmack, ne? Das ist ja das Wichtigste. Oh, hm? Salami ist scharf? Hm, aber sehr lecker scharf. Boah, finde ich schon sehr wild. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Salami-Fan. Aber so Peperoni-Salami finde ich doch manchmal schon ganz geil. Ich mag nur diese Standard-Schweinesalami nicht. Diese ganz, ganz standard-normale Salami. Wir probieren jetzt noch den Garlic-Dip. Oh, ich merke schon, der hat jetzt schon mein Herz. Oh, schaut mal, wie cremig der ist. Wir tunken jetzt hier die Pizza rein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Pizza mit Dip oder ohne Dip esst. Ich esse eigentlich die Pizza immer ohne Dip und den Rand dann mit Dip. Das finde ich richtig geil. Mmh. Boah, das ist richtig wild. Mmh. Also der Dip, der tut's mir an, sage ich euch. Ich finde, der schmeckt auch nicht so Mayo-lastig wie jetzt nur normale Aioli. Der ist ein bisschen leichter. Leicht ist auch nicht, aber ein bisschen leichter. Und der ist ja hier in diesen Garlic-Schinken-Rolls drin. Mmh. Boah, da ist nicht nur der Dip drin, da ist noch extra Knoblauch drin. Boah, das ist geil. Boah, also... Ich muss sagen, ich bin echt happy. Für den Preis kannst du nicht sagen. Ich finde, die Sachen halten sich preislich voll im Rahmen. Ja, also wenn so ein Happy Slice zu euch liefert, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Also ich würde da immer wieder bestellen, sage ich euch, wie es ist. Ich würde auch mal andere Sorten gerne probieren. Pizzabrötchen finde ich sehr lecker. Mmh. Mhm. Kriegt von mir auf jeden Fall eine solide 9 von 10. Wie gesagt, die kleinen Mankos so ein bisschen verbrannt, dann an manchen, also einfach ein bisschen wenig Belag, so im Vergleich zu den Produktbildern. Aber ansonsten kann man da echt nichts gegen sagen. Schmeckt richtig gut und ich finde es auch mal richtig kreativ, so Pinsateig einfach für eine Pizza zu nehmen. Weil sonst gibt es entweder Pinsa oder Pizza, aber es gibt nie eine Pinsa-Pizza. Wisst ihr, was ich meine? Naja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt noch schmecken. Und ich würde sagen, ich beende an der Stelle das Video. Wenn euch das Format gefallen hat und ihr mehr Influencer-Produkte getestet haben wollt und auch vielleicht mal Nicht-Food-Influencer-Produkte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, sprengt den Daumen nach oben, weil daran merke ich, ob es euch gefällt oder nicht. Und ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da. Also an alle Neuen hier herzlich willkommen. Und ansonsten schaut gerne auf Instagram vorbei. Da nehme ich euch täglich mit durch mein ganzes Leben. Ob Sport, Ernährung, mit Freunden was machen, feiern gehen. Alles zeige ich euch einfach. Deswegen lohnt es sich da vorbeizuschauen. Denkt wie gesagt auch an die ISN-Aktion. Habe ich euch am Anfang alles erklärt. Sonst spult nochmal zurück und sonst schreibt mir auf Instagram. Gar kein Problem. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.